Wallacy auf dem Weg zu seiner ersten Trainingseinheit. An seiner Seite Douglas Santos. Gemeinsam gewannen sie im Sommer bei den Olympischen Spielen Gold für Brasilien. Douglas ist sehr wichtig für mich. Er wird mir hier sicher sehr viel helfen. Der Hamburger Volkspark ist jetzt seine neue sportliche Heimat. Freundin Camilla und Sohn Wallan sollen bald nachkommen. Noch spricht der 21-Jährige kein Wort Deutsch. Die Aussprache seines Namens stellt er heute bei seiner ersten Pressekonferenz klar. Wallacy. Sein Eindruck nach dem ersten Mannschaftstraining heute? Ich habe schon gemerkt, dass der deutsche Fußball sehr schnell ist. Daran muss ich mich erst noch gewöhnen. Gestern wurde er für knapp 10 Millionen Euro verpflichtet. Sein Vertrag läuft bis 2021. Beim HSV soll er vor allem die Probleme im defensiven Mittelfeld lösen. Die wichtigsten Fakten seines neuen Vereins kennt er schon. Ich weiß, dass der HSV ein großer Club ist und niemals in der zweiten Liga gespielt hat. Und ich hoffe, dass das in diesem Jahr auch nicht passiert. Von 30 Grad und Sonne auf minus 1 Grad und Schnee, kein Problem für den Brasilianer. Er ist bereit für den Abstiegskampf mit dem HSV. Okay, thank you.